So, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Eine kleine kurze Vorstellungsrunde. Ich bin die Cassandra, 28 und komme aus Xanten. Und ich lebe mit meiner kleinen, 5 Jahre alten Tochter in Xanten. Über Xanten will ich gar nicht mal so viel plaudern, ist irgendwie auch gar nicht wirklich interessant und auch vielleicht überhaupt nicht mehr lange aktuell. Aber für das jetzige Video stelle ich mich so vor. Das ist das erste Dienstag-Video für den Kanal The Nosy Rosie, den die Laura ins Leben gerufen hat. Danke, 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 liebe Laura. Und ich bin dann jetzt wohl die Nummer 5. Und ich möchte auch der Jen. Hi. Laura, wir haben uns schon begrüßt, aber trotzdem, hallo, die Tine und die Lou, glaube ich, seit gestern. das ist mein Hund, der irgendwie jetzt total aufgeregt ist. Okay, ich freue mich, dass ich noch mit dazu stoßen durfte. Und gerade habe ich das Video von der Laura, ne, lesbische Klischees und so, und eigentlich hast du schon das gesagt, was ich sagen wollte in meinem Dienstagvideo. Also musste ich mir was Neues suchen. Ja. Lesbische Klischees war ja für mich, ja, wenn ich weiß nicht, ob jemand kennt, hinter Gittern der Frauenknast oder hinter Gittern oder wie sich das damals schimpfte, da gab es die Walter. Leider kann ich nicht so schön die Bilder einblenden, sonst würde ich mal eben ein Bild hier so rein so. Egal. Das war für mich so die typische Lesbe. Also so richtig breite Schultern, ja, sehr männlich und ja. Und auch wie bei dir, liebe Laura, ich habe ein Problem gehabt, mich zu outen, weil ich immer dieses Bild vor Augen hatte. Phänomenal ist dann gewesen, als ich mich dann bei meiner Familie dann mal so das 5. Mal geoutet habe. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie oft ich mich wirklich geoutet habe und wieder einen Rückzug gemacht habe und doch wieder geoutet habe. Dass doch irgendwie meine Familie gewartet hat, wann ich denn endlich mit einem Kurzhaarschnitt nach Hause komme. Wie du das auch sagtest, Holzfällerhemd und irgendwie so eine Baggyhose und Männerunterwäsche trach und am besten noch die Haare so wie Hella von Sinnen nach hinten gekillt. Das ist so, das ist glaube ich in fast jedem, also diese Vorstellung Lesbe ist bei jedem im Kopf so irgendwie drin. Und ja, ich wurde eines Besseren belehrt und lasst euch überraschen, was, wie viele Mädels und erwachsene Frauen lesbisch sind, die sogar noch in Hetero-Beziehungen oder verheiratet sind, die also offiziell überhaupt gar nicht geoutet sind und eigentlich lesbisch sind. Dann wollte ich auch noch dazu sagen, dass auch lesbische Frauen ganz so ihren eigenen Stil haben. Die eine ist sehr feminin, die andere ist eher queer, die andere ist dann doch mehr so der Klischee, nennt man auch Kampflesbe. Ich finde es irgendwie ein bisschen abwertend, sowas zu sagen. Schäme mich schon, das in meinem Video hier zu sagen. Es gibt aber auch Lesben, die sich erst viele, viele Jahre später richtig outen konnten und Kinder haben, so wie ich. Und deswegen denke ich, ist es ganz gut, dass wir angefangen haben, mit Klischees aufzuräumen. Also, dann habe ich noch so ein paar Dinge, die ich mir dann jetzt überlegt habe. Was sind denn noch so diese typischen Lesben-Klischees oder so? Dazu habe ich hier einen kleinen Spickzettel. Also, da gibt es zum Beispiel, die Erfahrung habe ich gemacht und mit Sicherheit auch zig andere Lesben. Wenn man also irgendwo sich outet mal wieder, ja, lesbisch? Ach du Arme, du wurdest sicher mal vergewaltigt oder sexuell missbraucht. Ich kann es nicht mehr hören. Also, nein, alles ist gut. Das Einzige, was ich gemacht habe, mich selbst zu vergewaltigen, indem ich den gesellschaftlichen Druck nachgegeben habe und mich jahrelang in einer Hetero-Beziehung befunden habe,
wo ich mich eigentlich quasi selbst vergewaltigt habe, weil mir der Sex mit Männern einfach keinen Spaß macht. Das andere ist, eine Lesbe nimmt jede. Ist so das Phänomen, was ich hier in meinem ja, Wohnort habe, dass irgendwie so, wenn ich irgendwo hinkomme, erstmal so, boah, da kommt die Lesbe, da kommt die Lesbe. Früher hieß es noch, hey Cassandra und ne, und wie geht's? Und ein bisschen Smalltalk und jetzt nur noch so, boah, tuschel, tuschel, tuschel. Ich war zum Beispiel ein Bier trinken mit ein paar Freunden und dann kommt der Ehemann von einer guten Freundin zu mir an und sagt so, Cassandra, hör zu, das ist meine Frau. Und ich stand da. Wie meint er das denn jetzt? Erst ab, also wie ich damit zu Hause war, konnte ich verstehen, was er meinte. Er hatte Angst, dass ich seine Frau nehme. Und viele Mütter auch sagen, nee, zu der kannst du nicht hingehen, die ist ja lesbisch, nachher verführt die dich noch. Also auch da, ich habe einen bestimmten Typ und ich glaube nicht, dass jede Lesbe jede nimmt. Es gibt so Ausnahmefälle, wie zum Beispiel in der Serie The L-Word, unsere Shane. Da könnte man so ein bisschen denken, sie nimmt jede. Aber es ist nicht so. Ich zum Beispiel warte noch auf die richtige Frau und vögel mich nicht quer durch die Welt. Ja, und ja, auch wenn andere das so in meinem Umfeld so denken, dass ich in sie verliebt wäre oder, ach Gott, ich war schon ein Jahr lang nicht mehr verliebt. Doch in meinen Hundi. Okay, was habe ich noch auf meinem Spickzettel stehen? Ja, genau. Man outet sich mal wieder. Irgendwie ist es ja bei einer Lesbe so, dass man sich jeden Tag outet. Dann kommt wieder lesbisch. Du Arme, du hast es bestimmt sicherlich schwer in unserer Gesellschaft. Ja, hab ich. Und genau das ist der Grund, warum ich es so wichtig finde, dass wir jetzt mit Jen, Laura, Tine und Lou zusammen den Channel The Nosy Rosie machen. Weil ich finde, es ist an der Zeit, lesbisch ein bisschen mehr aufzuklären. Von Lesben für Lesben. Und ja, dass ich meinen Teil dazu steuern kann, ist für mich ziemlich wertvoll. Ja, und deswegen danke ich nochmal unserer lieben Laura, dass sie mich dazu genommen hat. Und ich werde auch fleißig mit dazu, also sprechen, weil schreiben kann ich nicht. Doch, ich kann schreiben. Aber nicht so gut. Okay, jetzt kommen hier die ganzen Tiere. Das ist hier übrigens, ich weiß gerade nicht, wer es ist. Aber sucht noch ein Zuhause. So, geh mal zu deinem Brüderchen. Ja, so viel eigentlich zu dem Thema lesbisch. Oder habe ich noch was vergessen? Klischees, Klischees, genau. Es gibt ja auch noch Klischees, die kommen von Lesben über andere Lesben. Wie zum Beispiel Lesben tragen keinen Mini-Rock. Ja, also ich trage im Sommer schon mal ganz gerne Mini-Rock. Nein, nicht ganz Mini, aber normal halt. Und nee, lesbische Frauen können kein Kind haben. Ist so auch das, was mir so des Öfteren gesagt wurde. Und ich denke, wir wollen nicht in eine Schublade gesteckt werden, stecken aber unseresgleichen auch wieder in Schubladen. Irgendwie muss da ja was Menschliches dran sein. Okay, das war es eigentlich auch schon, was ich heute zum Dienstag zum Sagen habe. Und ich freue mich darauf, weiter mit euch zu machen. Mit Jen, Laura, Tine und Lou. Und ich weiß nicht, ob noch jemand dazu kommt auf The Nosy Rosie. Tschübidübidü.